FM1 Melodie. Musik fürs Herz. Bei mir habe ich Charlie Brunner. Charlie Brunner, besser bekannt von Brunner und Brunner. Seit einiger Zeit bist du jetzt solo unterwegs, erfolgreich solo unterwegs. Ja, du hast es richtig erkannt und bin auch sehr zufrieden mit mir. Du hast jetzt vielleicht auch deine Wünsche erfüllen können in Sachen neuer Produktion mit Andreas Martin zusammen. Das war einmal so der erste Versuch, der ist ganz gut gelungen. Und wir kennen schon so lange und das war naheliegend, dass wir das so machen. Und im Grunde genommen ist es ein schönes Album geworden, die Leute mögen es. Und ja, ich bin glücklich. Du hast ja, Schäben, du hast gesagt, schon zur Brunner und Brunner Zeit habt ihr sehr viel mit Andreas Martin zusammengearbeitet. Wie war jetzt die Zusammenarbeit mit dem Soloalbum? Naja, so wie immer, wenn ein guter Titel da ist, dann bearbeitet man den Titel. Wir haben eine gute Stimmung, eine gute Chemie und so können eigentlich nur schöne Lieder entstehen. Wie entstehen die Lieder genau? Du bist ja auch mit beteiligt am Komponieren, am Texten, oder? Inwiefern bist du beteiligt? Naja, jetzt, wie Lieder genau entstehen, das kann ich dir jetzt nicht sagen. Lieder entstehen manchmal irgendwo komplett unbewusst. Man setzt sich nicht hin und sagt, jetzt machen wir ein Lied, sondern das ist, wenn dieser Flow zwischen zwei Personen stimmt, dann macht man eine schöne Melodie. Und wenn eine gute Energie fließt, dann werden die Lieder auch schön. Wie sieht es aus? Nach dem erfolgreichen ersten Solo-Projekt gibt es wahrscheinlich weitere größere Pläne. Ja, jetzt schauen wir mal. Jetzt haben wir mal gestartet. Und jetzt werden wir versuchen, das weiter oben zu bringen. Und die Pläne liegen gar auf der Hand. Live-Konzerte zu machen und den Leuten schöne Lieder vorzusingen. Das ist eigentlich der Auftrag eines Musikers, eines Sängers, eine schöne Welt zu schaffen, über diese Welt zu singen, zu sprechen, ohne Vierlefanz, ohne Kasperltheater. Einfach, die Leute werden sich nicht groß umstellen brauchen. Also ich bin immer noch der Charlie Brunner von Brunner und Brunner und im Grunde, man bleibt immer dasselbe. Und deswegen bin ich da guter Dinge. Wenn man mehr über dich erfahren möchte, auf deiner Homepage wahrscheinlich. Genau, steht alles oben. Und da muss man nur aufpassen bei meiner Homepage, dass man da zur richtigen Zeit reingeht, weil meistens sind so viele drinnen, dass sie dicht macht. Du konntest also quasi die Fans von Brunner und Brunner übernehmen. Nicht alle, es gibt noch ein paar, aber da bin ich jetzt gerade dran. Okay, danke vielmals.